Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Yoshi's Island und wir gehen ins finale Schloss. Oh, mein Controller spackt gerade wieder rum, wunderbar. Wir gehen ab in das letzte reguläre Level, Level 8, 6-8, King Bowser's Castle. Und ja, das beginnt mit einem Hubschrauberabteil, der aber gar nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel der aus dem letzten Part. Der aus dem letzten Part, der war ja die Hölle. Der war die absolute Hölle. Hölle, eiskalt und so weiter. Hier ist auch wieder Kamek. Und wir müssen Kamek einfach die ganze Zeit ausweichen. Und, Alter, ich finde es gerade ein bisschen schwierig, so mit den Augen. Irgendwie sieht das Bild komisch aus. Boah, da haben wir Glück gehabt, dass wir da jetzt nicht gestorben sind. Gut, das war es schon. Und ich glaube, wir haben alle roten Münzen eingesammelt. Das freut mich auf jeden Fall. Ich muss mal hier mein Bildschirm ein bisschen zusammenrücken, damit wir auch dort das Richtige sehen. Oder ich das Richtige sehe, so. Ja, wenn alles glatt läuft, dann ist es... Ach so. Wir machen nicht jede Tür. Wir nehmen die drei. Man muss nicht jede Tür machen. Man kriegt auch so dann genug von den roten Münzen und so. Haben wir vielleicht Glück gehabt? Ich weiß es nicht. Okay, run away, Harry. Aber ich heiße doch gar nicht Harry. Ich heiße Hermine. Ach was. Okay. Das ist unser Levelabschnitt. Okay, sehr gut. Wie gesagt, man kann da natürlich alle Türen zeigen, bla bla bla. Machen wir nicht. Wir machen ein ganz normales Let's Play. So wie wenn man das zu Hause durchspielen würde. Wenn ihr die anderen Türen sehen wollt, dann könnt ihr das ja auch selber spielen. Das bietet sich immer an. Spiele auch selber zu spielen. Und von daher, ne? Oder ihr schaut euch anderweitig um. Aber das würde jetzt zu weit reichen. Und keine Ahnung. Darum geht es. Wow, er ist runtergefallen. Haha, loser. Ja, gut. Der Levelabschnitt hier ist jetzt eigentlich gar nicht so unfassbar schwierig. Ich weiß nicht. Es könnte sein, eventuell ist es... Wir müssen ja noch das extra 6 Level schaffen oder machen. Ich habe gerade so im Kopf, dass es eventuell auch mit dem Typen ist, wo wir weglaufen müssen. Aber ich weiß es nicht genau. Das kann auch eine Fehlinformation sein. Jetzt habe ich, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil der auf dieser Schrägen hier, glaube ich, runtergesprungen kommt. Und dann, ja, könnt ihr euch ja dann wahrscheinlich denken, was das Problem ist. Der springt relativ nah an uns ran. Bam, Alter. So. Ich habe ihn nicht getroffen. Alter. Wo bleibt er? Wo ist er denn? Ich habe ein bisschen Angst. Ich treffe ihn aber auch so nicht, ne? Der ist einfach aus dem Bild. Der kommt nicht mehr hinterher. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nie. Hätten gleich kommt er hier so reingejumpt und tötet uns einfach. Weil das kann, ja. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Fall! Ich glaube, Sterne haben wir noch genug, oder? Ach, kann man nicht einsetzen. Ja, aber nicht hier, aber später kann man die noch einsetzen, glaube ich. Ich glaube, es kommen auch noch 13 Mittellinien vor dem Bowser-Kampf. Doch. Ach ja, aber auf den Bosskampf freue ich mich schon ein bisschen. Auf das Level hier gerade weniger. Ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt hier hinkriege, ob ich das gut hinkriege oder nicht so gut hinkriege. Hier müssen wir wieder aufpassen. Oh. Baby Mario, komm schnell. Hier springt er wahrscheinlich wieder relativ weit runter. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Deswegen ganz schnell weg hier. Yes. Schöner Treffer. Volltreffer. Killing Spree. Sind wir da? Jo, wir sind da. Wunderbar. Wir sind da, wunderbar, das ging knackig. Ich wollte ihn essen. Alter, okay, ist ja okay. Wir haben schon 5, Alter. Wir sind gleich schon durch, ist es echt so kurz? Ernsthaft? Ich glaube, das war's schon. Also, jetzt kommt hier... Ja, es kommt gleich Boss. Alter, Verwalter, was ist denn hier los?
Was ist denn hier los, Kamek? Erzähl du mir das doch mal. Hä? Weißt du das eventuell? Danke für die... Danke, was ist denn los, Kamek? Du bist ja ein richtig freundlicher Typ. Wow. Danke, Kamek. Du bist ja ein richtig freundlicher Typ. Das ist irgendwie ein bisschen süß. Das erinnert mich so an diese... Erinnert mich gerade so an Super Mario World, aber die... Die Zauber von Kamek, die sehen so schön aus, weißt du, so süß. So bunter, kunterbunt und so. So kunterbunt, kunterbunt. Die sind so kunterbunt, der Kamek, der ist kunterbunt. Bäm. Ich die schönen Gegner gefressen. Oh, gib mir den. Ich brauche Sterne. Ich wollte schon Schlüssel sagen, ja. Wir sind hier bei Isaac. Willkommen bei Isaac. Wir sind hier gerade eben in der neuen Ebene. Das ist DLC Afterbirth. Ich darf das schon spielen, lustig. Ja. So, ich verstecke mich hinter der Mauer. Komm doch. Oh mein Gott. Okay, was fehlt noch? Eine Blume, 3 rote Münzen. Das sollte möglich sein, Kamek, oder? Ich glaube schon. Wenn das nicht skillig war, dann weiß ich auch nicht. Dann heiße ich nicht mehr Cornel, dann heiße ich jetzt Oliver. Denn Oliver Twist, ein Junge, den man nicht so schnell vergisst. Man könnte sich auch Oliver LP nennen, ne? Und dann halt so... Oliver LP, ein LPer, den man nicht so schnell vergisst. Hey Oliver! Oh, ist das schlecht, ey. Ich glaube... Oh, fuck, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie was Schlechteres in meinem Leben gehört. Wie komme ich da oben an diese 2 Münzen? Könnten die eventuell jetzt nicht verschwinden? Ich brauche diese Münze! Ich hab sie! Ich hab sie noch bekommen! Mit dem krassesten Trickshot der Welt! Alter Finne, ey. Jetzt müssen wir hier eine Sternkarte einsetzen und dann haben wir alles. Ich hätte die Sternkarte eventuell vorher einsetzen sollen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt geregelt ist. Aber wir schaffen den Boss jetzt einfach. Komm, wir schaffen den. Yeah, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen so, das. Es gab gerade einen Cut, weil ich habe gerade den Bossfight verkackt wegen einer... Wegen der Sache, also einmal habe ich ihn verkackt wegen meinem Controller hier bei Bowser Jr. Und dann habe ich gerade gegen Bowser gekämpft, also das seht ihr jetzt gleich und dann, wir reden gleich darüber. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen Bowser Jr. Way! Ja, und ich würde sehr gerne richtig gegen ihn kämpfen, aber, ja, meine Taste funktioniert nicht so gut, wie sie soll. So, wunderbar. Wir müssen ihn einfach mit diesen Bodenwellen hier 3-mal treffen, das ist alles. Und ich kann euch spoilern. Jeder von euch wird das wissen. Das ist natürlich dann auch nicht der ganze Bowser-Fight. Alter, der hat gerade auch richtig Sahne. Nein! Okay, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter weg. Wunderbar. So, und jetzt kämpfen wir wieder gegen Bowser Jr., aber der Kamek, der hilft jetzt und der macht jetzt aus Bowser Jr. den riesigsten Bowser aller Zeiten, meine Freunde. Das ist der absolute Wahnsinn. Aus dem Kinderzimmer wird plötzlich eine unfassbare Landschaft und es sieht unfassbar aus. Unfassbar. Guckt es euch an, Alter. Monströs. Und nicht nur die Landschaft ist monströs, auch der Bowser. Und wir müssen jetzt abschießen. Und irgendwie hatte ich damit gerade Probleme. Der ist nämlich ganz so nah gekommen, dass er mir den Boden kaputt gemacht hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, das passiert normalerweise nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn gerade voll gut getroffen und dann irgendwann gar nicht mehr. Und ich weiß nicht genau. Irgendwas lief da falsch. Hä, die Steine kommen tatsächlich... Ups, ausweichen. Ganz wichtig, immer schön ausweichen. Kommen die Eier an? Das war viel zu hoch, aber das könnte treffen. Naja, es fliegt auch drüber. Das fliegt umso besser, oder? Fliegt auch drüber. Ja, diese Perspektive ist halt ein bisschen schwierig. Wir müssen ihn ohne Gegentreffer schaffen. Guck mal, der war jetzt wieder viel zu niedrig. Ich krieg das manchmal. Was heißt manchmal? Ich krieg das momentan. Der war wieder drüber. Ich habe gerade, glaube ich, 4-mal hintereinander oder so getroffen und jetzt treffe ich wieder gar nicht. Ich verstehe auch nicht so genau warum, weil. Ja, der trifft. Okay. Ich sollte vielleicht immer aus der Mitte werfen. Der geht jetzt hoffentlich nicht drüber. Nein, der hat getroffen. Wunderbar. Jetzt ist er ziemlich weit hinten. Ja, da könnte er reinlaufen. Ja, wunderbar. Der könnte ein bisschen zu hoch angesetzt sein, aber wir schauen mal. Er fliegt, Treffer. Nice.
Jetzt müssen wir auf die Felsen achten. Okay. Der könnte klappen. Nice. Oh, da. Der könnte ein bisschen zu hoch sein, oder? Nein, der hat auch getroffen. Und der sieht auch gut aus. Alter, und dann treffe ich auf einmal alles. Weißt du, und vorher so die ganze Zeit gar nicht. Das ist auch mir vorhin passiert. Ich war in der zweiten Phase, wo er auf dich zugelaufen kommt. Und ich habe ihn dann auf einmal gar nicht mehr getroffen. Jetzt habe ich ihn die ganze Zeit getroffen. Eine ganz komische Sache. Naja, wir haben Bowser besiegt, Alter. Fick dich, Bowser, ja? Zack, Bowser Junior natürlich. Wir wollen ja nicht aus der Haut fahren. Das ist Baby Bowser, ne? Ich laber Scheiße. Das ist Baby Bowser. Wir sind ja auch Baby Mario. Gut, damit haben wir Bowser besiegt. Der flüchtet auf dem Mond. Ich denke, das ist auch die Begründung für Mario Galaxy. Bowser war schon früh. Boah, ich dachte gerade, der springt in den Abgrund, Alter. Ey, mein Herz, Herzinfarkt. Und wir haben Baby Luigi befreit. Woo! Ach ja. Und das wird jetzt so schön, ey. Ja. Das unfassbare Teamwork der Yoshis hat die Zwillinge wieder vereint. Ach ja. Thank you, Yoshi. Die Zwillinge werden ihre Eltern bald besuchen. Und der Storch liefert jetzt wieder aus. Ne? This is the story of Baby Mario und Baby Luigi. Wunderbar. Dann sprengen wir dich noch kurz in die Luft und dann würde ich gerne in extra 6 noch gehen. Denn das sollten wir dann in diesem Lauf auch noch schaffen. In diesem Lauf, in diesem Part, wie auch immer. Gut, dass diese Cutscene gar nicht langweilig ist. Wow, 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 wow. Puh, da ist es weg. Krass. Ich will noch nicht so komplett mit dem Fazit anfangen, weil ich nicht genau weiß, was jetzt in extra 6 auf uns wartet. Aber wir schauen mal. Kommt jetzt noch eine Cutscene? Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das waren nur die Credits, das war keine Cutscene. Und mein Controller spinnt schon wieder rum. Und ja, wir gehen jetzt in das 6 extra. Und das machen wir noch zum Ende. Und dann haben wir jedes Level auf 100%, außer das 6, das 5 extra. Das könnte ich auch noch auf 100% spielen, aber das ist ja auch nur offscreen. Oder habe ich das doch auf 100%? Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher. Ne, ich hatte das... Doch, klar, das habe ich auch auf 100% gespielt. Schwachsinn. Was laber ich denn da? Deswegen habe ich doch so lange dafür gebraucht, weil ich das auf 100% machen wollte. Dann haben wir jedes Level auf 100%. Ja, wunderbar. Ach so, da habe ich Save States benutzt. Ja, richtig. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir haben uns hier und da ein bisschen mit der Mechanik geholfen, die wir halt zur Verfügung haben. Aber ich denke... Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben uns das Spielerlebnis einfach ein bisschen angenehmer gemacht. Es ist ja wichtig, dass ich auch Spaß habe an dem Spiel und daran, wie ich hier spiele. Und da war es für mich halt einfach am besten, wenn ich das auch hin und wieder mal so benutze. So, Dankeschön für die Blume, Dankeschön für diese 2 roten Münzen. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier nochmal... Oh, Alter, nochmal schwierig wird. Es müsste ja eigentlich. Alles andere wäre natürlich nicht Yoshi's Island... würdig. So, wie viele... Ich wollte gerade sagen, wie viel spuckt der denn da aus? Ich meine, irgendwann muss ich doch mal volle Eier haben. So. Das sieht erstmal ein bisschen nervig aus. Alles. So. Wunderbar. Ja, Yoshi's Island ist ein super Spiel. Es hat für mich... Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab so ein paar Stellen, wo ich einfach so ein bisschen... Ja, nicht die Lust verloren habe, aber wo es mich ein bisschen angestrengt hat. Es hat mich ein bisschen angestrengt, das so zu spielen. An manchen Stellen. Das liegt aber einfach auch nur daran, dass es ein sehr schwieriges Spiel ist. Und das ist erstmal gut. Ich finde aber das Gameplay auch an manchen Stellen ein bisschen doof gewählt irgendwie. Also ein bisschen langsam und ermüdend. Aber das ist, wie gesagt, nur an ganz wenigen Stellen. So, ansonsten hat es dann halt auch noch ein paar Stellen, die echt mega schwierig sind. Die für so ein Let's Play dann immer so ein bisschen schwierig sind, weil... Ja, du kannst halt einfach nicht eine Viertelstunde... Ja, ich hätte es auch machen können. So, im Nachhinein hätte ich gewusst,
dass ich scheiße bin. Mir hätte irgendwie auffallen müssen, dass da was fehlt. Wisst ihr, was mich jetzt... Ich habe keine Leben mehr. Oh mein Gott. Und das ist auf Spanisch, warum auch immer. Ich habe nur auf Reset gedrückt. Frag mich nicht. Was mich gerade extrem stört ist... Oder das ist eine Sache, die mich jetzt wieder extrem stört. Ich muss halt jetzt hier zweimal vor solchen Viechern stehen bleiben. Warten, bis ich 6 Eier habe. Damit ich dann irgendwie weiter kann. Das finde ich halt Gameplay, was jetzt nicht unbedingt wirklich toll gewählt ist. Das hätte man vielleicht irgendwie besser gestalten können. Ich verstehe natürlich... Nee, um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht mal, was diese Viecher sollen. Das ist ja nur eine Blockade. Das ist ja nur, um die Spielzeit zu strecken. Also, der hat ja keine Schwierigkeit. Das ist ja das Gleiche, wie wenn die Viecher aus der Röhre rauskommen, oder? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Also, solche Dinge... die dann hier so halt einfach das Gameplay verlangsamen, das finde ich halt nicht so toll. Genau wie hier, wobei hier ist es jetzt noch annehmbar, weil da brauchst du nur 2 Eier. Vielleicht reicht auch sogar schon 1. Aber so ansonsten, ja, ist immer so eine Frage, ne? Wie man halt dazu steht, aber ich mag solche Gameplay-Verlangsamungs- Sachen halt einfach nicht so gerne. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist ein super Spiel. Das ist auf jeden Fall auch für das, woher es kommt, ein richtig, richtig super Spiel. Ich meine, Super Nintendo, wunderbar. Das ist einfach eine richtig tolle Konsole, die Super Nintendo Konsole. Das Super Nintendo Entertainment System. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall doch durchweg relativ viel Spaß an diesem Let's Play. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt dieses Level noch hin. So, wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie schwierig und wie lang dieses Level jetzt ist. Wir haben schon 13 rote Münzen, also das klingt eigentlich erstmal so danach, dass es nicht so ein wirklich langes Level ist. Aber man kann das immer nie genau wissen. Das kann sich auch wieder jetzt auf ganz lange Bereiche strecken, die auf einmal dann keine roten Münzen mehr abwerfen. Aber es sieht eher danach aus, als wäre es knackig gehalten, das Level. Wow. So, wunderbar. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich hier irgendwo instant getötet. Ja. Damit hatte ich nicht ganz so viel Unrecht. Alter. Wollen die mich verarschen? Da steht Yoshi. Da ist das I, hier ist das H, da ist das S. Also ist dann doch eher noch so ein Level, was das Spiel so ein bisschen feiert. Was es ja auch durchaus verdient hat, ne? Hat es ja auch durchaus verdient. So, wir holen uns erstmal Eier. Man kann ja nie wissen, wofür die sind. Wofür das gut ist. Wenn wir auf so einer Plattform sind und uns ducken, können wir niemals instant getötet werden, oder? Oh, fuck, Alter, doch. Das hätte uns bestimmt instant getötet. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ah ja. Ja, danke, dass du mir das bestätigst. Okay. Wofür ist das? Da wären Sterne drin gewesen, die wir nicht mehr brauchen. Ja, sieht von den Zahlen her ganz gut aus. Scheint nicht so ein wirklich schwieriges Level zu sein. Und das ist fröhliche Musik. Oh, scheiße, Alter. Wow, Alter. Oh, danke, danke. Ich wollte gerade gucken, ob man da rein kann oder vielleicht auch rein muss, aber ich glaube nicht. Boah, die wollen uns jetzt hier echt runterschießen. Womit habe ich denn das verdient? Womit habe ich denn sowas verdient, meine Freunde? Ich war immer ein guter Yoshi-Spieler. Eine Blume. Und zack, ab in die Röhre. Alter. Die wollen uns hier mit aller Kraft nochmal töten, ne? Überall sind diese Instant-Tod-Dinger. So. Ja, jetzt müssen wir... Hier müssen wir einfach vorsichtig sein. Wann kommen die roten Münzen? Das ist die große Frage, die sich jeder stellt. Kann man hier wohl eine Stampfattacke runter machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Das wusste ich nicht.
Ja, hier habe ich... Das ist ein Pfeil im Hintergrund. Kann ich irgendwas... Okay, mir fehlen noch 5 rote Münzen. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt noch kommen. Woo! Die... Was zum Teufel? Nein! Jetzt haben wir nicht, ich hab's verkackt. Hä? Ja, ich... Woher? Was? Hä? Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Ach so. Ah, interessant. Jetzt fährt er mich wieder zurück. Ich muss nur darauf vertrauen. Ich muss darauf vertrauen quasi, dass ich stehen bleiben kann, oder? Ich habe mega Angst, jetzt hier sofort getötet zu werden. Aber ich glaube, das kann mir nicht passieren. Trotzdem habe ich Angst. Okay. Noch 2 Münzen fehlen. Ja, danke, die hätte ich auch gerne. Super, dann haben wir auch hier die 100% und dann war es das. Das letzte Mal ab ins Level, das letzte Mal Yoshi Mario übergeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es mit Yoshi Island von mir, von Cornelius, von Cornel. Es war mal wieder was anderes, mal wieder ein richtiges Spiel. Was jetzt in Zukunft läuft, das weiß ich im, jetzt momentan noch nicht, was morgen kommt. Keine Ahnung. Das werden wir sehen, wenn die Zeit reif ist. Bis morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne nochmal eine positive Bewertung da. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt nicht. Okay, bla bla bla. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.